Du, da müsstest eigentlich noch schlafen, auch wenn du nicht so aussiehst. So, das sollte eigentlich langsam genug Abstand sein. Nein, ist es nicht gewesen, Mist. Okay, ich darf hier gar nicht laufen. Ich muss die ganze Zeit, bis ich die Fässer passiert habe, schleichen. Langsam habe ich von diesem Hokuspokus aber wirklich die Nase voll. So, schleichen wir hinter ihm her. Das ist weniger gefährlich. Wie soll man hier vernünftig Wache halten? Man sieht ja kaum den Boden unter den Füßen. Ist wahrscheinlich auch der Sinn der Sache. Diese Dunstschwaden sind ja schlimmer als in der sanften Sau nach einer durchzechten Nacht. Hi, Kumpel. Wir gehen hier hoffentlich richtig, oder? Nee, halt, wir müssen, glaube ich, da oben lang. Warte. Nee, wir müssen da unten lang. Ja, doch, wir müssen da unten und dann hier um die Ecke. Hier, genau, hier sind wir hergekommen. Ich glaube aber, wenn wir die Fässer passiert haben, können wir wieder laufen. Ja. Sehr schön. Das Tor. Nun ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Lasst uns dieses stinkende Viertel hinter uns lassen. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Verschwinden wir von hier. So, jetzt müssen wir nur noch heile zum Lagerhaus bringen. Oder wir kommen einfach so dort an. Bei Praios gerechtem Zorn, wo wart ihr so lange? Ich habe schon zwei weitere Leute zum Hafen geschickt, um zu sehen, wo ihr bleibt.
Was bei allen Dämonen hat euch so lange aufgehalten? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt Herrn Regolan umgehend zum Lagerhaus bringen. Alter, dein mit eurem Zorn. Es ist meine Schuld, dass wir uns verspätet haben. Ich wollte mich noch etwas im Pferdhof umschauen, bevor ich der Bitte meines Vaters nachkomme. Ich musste wissen, worum es hier geht. Wir konnten erfreulicherweise gleich einige wichtige Dinge herausfinden. Wenn das so ist, muss ich mich für mein Auftreten entschuldigen. Schon gut. Ich habe es mir nicht zu Herzen genommen. Gut, dann hätten wir alles geklärt. Bezahlt Brennoir und lasst uns dann gleich zu meinem Vater aufbrechen. Ich habe einiges mit ihm zu besprechen. Sowohl, Herr Schüreband, hier ist euer Lohn. Verzeiht nochmal meine anfängliche Ausfälligkeit. Ich danke euch. Sehr gut, ich werde eure Dienste nicht noch öfter benötigen. Seid also so gut und schaut ab und zu hier vorbei. Da fällt mir ein, den Schlüssel zum Tor nach Fumanzan könnt ihr behalten. Hier, ich brauche ihn ja doch nicht mehr. Wir sehen uns später. Ja, Fumanzheim ist wieder zugänglich. Bleibe unentdeckt. Niemand hat uns bemerkt. Lautlos wieder entstanden, haben wir die Sache erledigt. Geschafft. Wir haben... Es war mal eine gelungene Schleichaktion. Herr Regolan Störrebrand will euch sprechen. Ja. Machen wir jetzt aber nicht. Gleich... Ich will erstmal wieder zum Raios-Platz und meine Truppe verstärken. Dieses Mal nehme ich statt Vorgrim Rulana mit. Weil wir gehen dann als nächstes gleich in die Grafenstadt. Ja, Rulana. Ja, kommt mit mir, Rulana. Und dann wird sie jetzt erstmal vernünftig ausgerüstet. Amazone voraus. Die da braucht sie. Komm, den Flügelhelm geben wir ihr. Der Säbel ist ein Säbel, ja. Ich mach das schon. So, jetzt sieht's hier um einiges besser aus. Die Sache in die Hand. Handschuhe könnten wir noch für sie gebrauchen jetzt. Mal gucken, was haben wir hier. Nein, die nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Die werden nämlich linker Arm, rechter Arm. Finde ich lustig. Die Handschuhe sind frei. Ja, kann sie nicht tragen. Schade. Dann packen wir das mal weg. Bessere Hose haben wir für sie nicht. Schultern trägt sie bereits aus den Schultern. Stiefel können wir auch nichts Besseres geben. Gut. Einen besseren Schild haben wir für sie leider auch nicht. Alle mal hergehört. So, dann sacken wir jetzt noch. Wollten wir nicht die Geheimnisse des Theseus-Kristalls ergründen?
Gwendala müsste im Garten sein. Und ja, die Kräuter und so sammle ich beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich hier bin. Hier ist Jost. Jost will ich nicht mitnehmen. Ich will Gladys wieder haben. Und dann bin ich flugs über die Mauer und ehe die Stadtwache... Ach, und ich hab gehört, ihr werdet unbeholfen von der Mauer geplumpst und werdet wimmernd von der Wache in den Kerker gezerrt worden. Also gut, ihr habt mich erwischt. Besser gesagt, die Stadtwache. Aber das war alles eine Verwechslung. Ach, ihr glaubt mir ja sowieso nicht. So, dann ab in die Grafenstadt. Dort gehen wir jetzt erstmal zu Graf Grovin. Ihm berichten. Und dann gucken wir weiter. Ja, Gerling und Aidan. Mein Atem geht ruhig. Folgt mir. Also ihm hauptsächlich den Steckbrief geben und ihm über Castam Wagnitz berichten. Dann gucken wir mal, was wir Rulana noch so beibringen können bei Feldwebel Erland. Ja, und dann wird es Zeit, mal einen Cut zu machen. Also den Cut machen wir schon vor, bevor wir... ist das nicht die Grafenresidenz? Doch, das müsste die Grafenresidenz sein. Ah ja, so kommen wir rein. So, können wir dir was Neues sagen? Bitte führt eure Untersuchungen fort. Ich bin sicher, ihr werdet die... Ja, gut. Ja, können wir nichts Neues sagen. Wir hätten die andere Treppe nehmen können. So, da ist der Graf. Na, wie kann der Graf von Ferdok euch zu Diensten sein? Erinnert ihr euch noch an den Räuber Ronkwe? Ich traf ihn im Dunkelwald nicht unweit der Festung Blutberge. Ich habe ihn in einem Kampf auf dem Tod besiegt. Hier ist der Steckbrief, der eine Belohnung auf seinen Kopf aufschreibt. Oh, Ronkwe, na, und ob ich mich an ihn erinnere und den Steckbrief natürlich auch. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Schon so lange hat dieser Räuber den dunklen Forst unsicher gemacht. Es ist mir natürlich eine Freude und eine hohe Ehre, euch damit dann auch die ausgeschriebene Belohnung zu übergeben. Hier, nehmt. Ab, vielen Dank. Ja, das waren 60 Dukaten, glaube ich. Na, wie kann der Graf von Ferdok euch zu Diensten sein? Ich habe eine freudige Nachricht zu überbringen. Ich konnte Castam Wagnitz im Dunkelwald auch spüren. Doch leider wollte er mir nicht als Gefangener nach Ferdok folgen. Ich musste ihn und seine Drachenkultisten zur Strecke bringen. Ein törichter Mensch, doch er hat es wohl nicht anders verdient. Ihr habt euch die Belohnung redlich verdient. Hier, nehmt die Dukaten und die Gewandung mit dem Ferdoker Wappen darauf. Ja, geschlossen. Castam Wagnitz. Mit dem Tod Castam Wagnitz sollte Ardos Tod gesühnt sein. Ich habe Graf Grovin von dem Tod Castam Wagnitz berichtet. Er hat mir daraufhin erleichtert die Belohnung übergeben. Jetzt haben wir Geld. Kannst du das tragen? Ja. Auch wenn es komisch aussieht, dich mit sowas zu sehen, aber ist besser als nichts. Und das Teil ist super genial. Ah,
Also es ist auf jeden Fall besser als das, was wir bis gerade an hatten. Okay, gut. Und wir werden es eine Weile tragen wahrscheinlich. So, dann verlassen wir mal das Ding. Und werden jetzt speichern. So, hier speichern wir mal. Diesmal als Let's Play 21. Diesmal richtig und sicher. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also bis gleich.